Kurzer Hinweis am Anfang, solltet ihr das Produkt mit dem vom Hersteller angegebenen 99,5% Glycerin anfeuchten, müsst ihr direkt eine Steuererklärung abgeben. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, weil ihr aus dem angegebenen Pfeifentabak Wasserpfeifentabak herstellen würdet. Solltet ihr es also tun, Link ist unten in der Beschreibung, ihr könnt das Ganze sehr, sehr gerne abchecken. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar, wir haben ihn endlich, den neuen Einopfeifen Tabak Guava da Brasil. Das Ganze ist brasilianische Guave und wir machen gleich mal den Geruchstest. Ich bin immer noch verliebt. Ihr habt eine süßlich-säuerliche, leicht herbe Guavennote und es schickt mich wieder 2018 zurück, als ich in Brasilien war. Gebaut habe ich das Ganze im Mose Epos. Hier kurz. Schön gemacht für euch. Es geht jetzt auf die wunderschöne Simulation Expansion Mini. Ich warte noch auf Kohle und wir sehen uns dann gleich beim Rauchi-Rauchi machen. So, Freunde, und willkommen zurück. Ganz am Anfang habe ich natürlich noch vergessen. 65 Gramm, 17,90 Euro das Ganze. Und das Köpfchen läuft jetzt seit ein paar Minuten. Und ich bin eigentlich echt positiv überrascht. Du hast hier für mein Empfinden echt eine angenehme Kühle. Es ist hier nicht zu viel. Solltet ihr, das ist allgemein mal so ein kleiner Tipp am Rande, einen Tabak haben, der zu eislastig, zu minzlastig ist oder sowas, lasst den mal einen Tag offen stehen, dann verfliegt das so ein bisschen und dann sollte es besser sein. Kleiner Tipp am Rande, bringt viel. Süßliche, angenehme, herbe Guavennote, die genau wie beim OH ist. Ich würde sagen, vielleicht ist diese süßliche Note minimal schwächer. Aber es ist halt auch immer, ne, Ansichtssache, Geschmackssache, wie fühlst du was so? Das ist jetzt heller Tabak beim Dark Blend, wäre es vielleicht nochmal was ganz anderes. Aber ich persönlich als schon sehr dunkler Tabakraucher würde sagen, dass das definitiv fit geht. Die Frage, die bestimmt kommen wird, die ich euch jetzt auch hier damit beantworten möchte, ist es das gleiche wie der Aino Wasserpfeifen Tabak OH? Ich würde sagen, ihr habt zu 95% genau das gleiche, aber einfach die Hälfte günstiger. Ungefähr, ne? Pi mal Daumen. Einbußen habt ihr eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Natürlich, das Video kommt jetzt einen Tag vor Release, also am 28.02. ist Release. Könnt gerne, wenn ihr das getestet habt, mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das, wie ist euer Verhältnis, sagt ihr, yo, das ist 1:1 oder das ist ein bisschen schwächer, ist aber trotzdem geil, dafür passt der Preis, oder sagt ihr, yo, das passt überhaupt gar nicht, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil der ist so gut wie fast on point getroffen. Der Videotitel besagt, es gibt zwei Sorten. Wir testen jetzt noch einen anderen. Ich baue jetzt alles um. Jo, und dann sehen wir uns gleich beim Cut. Bin hier gerade schon am Umbauen. Ich werde euch jetzt aber trotzdem mal noch ganz kurz den Schnitt zeigen, weil der hier ist ein bisschen anders als bei dem Guave. Der Schnitt ist hier einfach ein bisschen gröber. Nur, dass ihr euch nicht wundert, falls ihr euch eine Dose holt. Warum ist der Schnitt mal so? Der wird auf jeden Fall in der Zukunft angepasst, dass das so ein Mittelding ist zwischen nicht ganz fein und etwas gröber. Für mich geht es aber jetzt persönlich klar. Ja, also ihr seht, hier gibt es keine Probleme. So, Kalau drauf und dann sehen wir uns gleich. So, damit der HMD noch ein bisschen Zeit hat, um warm zu werden, werden wir nochmal ganz kurz eingehen hier. Feines Collection haben wir übrigens. Feines Collection, aka der Fruit Squad von dem Aino Shisha Tabak. Wir haben hier Wassermelone, schwarze Johannisbeere und Limette. Und den Fruit Squad habe ich ja damals schon weggesuchtet. Und geruchlich könnt ihr mir, glaube ich, die Wasserpfeifen-Tabakdose hier hinstellen. Riecht genau gleich. Du hast eine Wassermelonennote, eine süßliche Limettennote, bisschen schwarze Johannisbeere. Das passt. Ja, sehr, sehr lecker. 65 Gramm, 17,90, wie schon gesagt. Und jetzt warten wir, weil ich glaube, hier geht noch nicht viel. Oh ja, krass. So, Freunde, und da sind wir zurück. Und ich kann euch hier mit absoluter Begeisterung direkt sagen, der ist es 99%. Ich finde, hier habt ihr gar keine Einbußen. Der schmeckt genauso wie der Shisha-Tabak Fruit Squad. Vielleicht hast du minimal Verluste. Aber ich bin jetzt bestimmt schon, ich habe das Video schon mal ein bisschen weitergeschnitten. Ich habe bestimmt 10, 15 Minuten jetzt hier schon geraucht, geschnitten. Und da habe ich nichts gespürt. Also keinen kompletten Unterschied, dass du sagst, okay, der schmeckt ja ganz anders oder so. Lass es eine 99 von 100 sein. Und auch hier schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den probiert habt. Oder auch andere Aino
Pfeifentabaksorten. Was sagt ihr? Wie ist das Verhältnis? Wie fühlt ihr das? Was denkt ihr darüber? Wie hat es euch geschmeckt? Sehr, sehr wichtig am Ende des Tages. Ja, und ich kann euch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Okay, es gibt immer einen, dass ihr hier extrem sagt, so, yo, das ist es ja gar nicht. Also, ich finde, der passt, ihr schmeckt alles raus, genau wie beim Shisha-Tabak. Oh, Freunde, ich bin wirklich auf euer Feedback gespannt. Also wirklich, wenn ihr den getestet habt, kommt bitte zurück, schreibt in die Kommentare, auch für Leute, die das Video dann im Nachhinein sehen. Wie ist euer Feedback? Würde mich wirklich brennend interessieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hinterlasst gerne noch ein Däumchen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, ich bin jetzt draußen. Haut rein, euer Schmiddi. Peace.